Österreich braucht Veränderung für schwangere Mütter und ihre Kinder. Und dafür, da braucht es dich. Hallo, grüß euch, ich bin der Stefan und das ist der Jugend für das Leben Vlog Nummer 7. Heute, am 15. Juni 2018, da startet die Bürgerinitiative Verändern für ein familien- und kinderfreundliches Österreich. Und ab heute, da kannst du diese mit deiner Unterschrift unterstützen. Verändern, worum geht's da konkret? Damals, bei der Einführung der Fristenregelung, da wurde versprochen, dass man Maßnahmen ergreifen wird, damit die Abtreibungen so gering wie möglich gehalten werden. Diese zugesagten Rahmenbedingungen zur Vermeidung von Abtreibungen, die wurden aber nie geschaffen. Das soll sich ändern. Nach 40 Jahren ist es mehr als an der Zeit. Wir brauchen ein öffentliches, großes Bekenntnis für unterstützende Rahmenbedingungen. Und darum sind die Forderungen der Bürgerinitiative Verändern an Regierung und Volksvertreter für Frauen und ihre Kinder auch schon während der Schwangerschaft ganz klar. Erstens, soziale und gesetzliche Verbesserungen bei Konfliktschwangerschaften. Eine offizielle Statistik und anonyme Motivforschung zu Schwangerschaftsabbrüchen in Österreich, damit man endlich weiß, wie viele Abtreibungen es tatsächlich gibt und was die Gründe dafür sind. So kann man den Betroffenen helfen. Momentan berät derselbe Arzt, der die Abtreibung durchführt, oft die betroffene Frau. Es muss zukünftig eine Hinweispflicht des Arztes auf Unterstützungs- und Beratungsangebote für schwangere Frauen geben. Keine von ihnen darf gedrängt und zu Profitzwecken einseitig beraten werden. Eine Bedenkzeit zwischen der Anmeldung und Durchführung eines Schwangerschaftsabbruches. So viele Paare wünschen sich sehnlich ein Kind, können keines kriegen, während andere verzweifelt nach einer Pflege- oder Adoptivfamilie suchen. Es braucht mehr Informationskampagnen über Adoption und Pflege als Alternative zum Schwangerschaftsabbruch. Zweitens, ein Ende der Diskriminierung von Kindern mit Behinderung in Österreich. Abschaffung der eugenischen Indikation, welche die Abtreibung von Kindern mit einer Behinderung oder dem Verdacht auf eine solche bis zur Geburt freistellt. Denn es ist wirklich eine Frechheit und eine massive Diskriminierung, dass in unserem Land so mit Kindern mit einer Behinderung umgegangen wird. Breit gefächertes Beratungs- und Unterstützungsangebot für Eltern, die ein Kind mit Behinderung erwarten oder bereits eines zur Welt gebracht haben. Wenn eine Frau an eine Abtreibung denkt, gibt es momentan fast keine Aufklärung darüber, welche Alternativen es dazu noch gibt. Wofür das Ganze? Für unsere Zukunft. Das Wertvollste sind doch unsere Kinder. Sie fordern uns heraus, sie geben Sinn. Kinder, die sind Zukunft. Sie werden aber von der Gesellschaft oft primär als Belastung dargestellt. Klar, manchmal, da können sie unsere Welt gehörig auf den Kopf stellen. Aber wir sind überzeugt, Kinder sollten primär als Bereicherung angesehen werden und nicht als Belastung. Dafür müssen aber die Rahmenbedingungen passen. Wir alle, wir müssen uns dafür stark machen, das ist das Hauptziel von Verändern. Werdende Eltern dürfen nicht im Stich gelassen werden und Frauen in Not, die brauchen Hilfe. Denn es geht um das Leben oder den Tod eines Kindes. Bei jeder Abtreibung, da stirbt ein kleines Kind. Jede ist eine zu viel. Lass uns gemeinsam unser Land verändern. Mach mit und werde zu einem Veränderer. Eine Gesellschaft, die wird daran gemessen, wie sie ihre Schwächsten behandelt. Und mit deiner Unterschrift, da hilfst du mit, dass Frauen mehr Hilfe und Unterstützung bekommen und dass die Politik endlich die nötigen gesetzlichen Regelungen schafft. Nur gemeinsam, da können wir unser Land verändern. Jede Unterschrift, die zählt, jede Unterschrift, die steht für mehr Hilfe für schwangere Frauen und Fairness für Kinder mit Behinderung. Alle Infos, die findest du unter verändern.at.